Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Zunächst zwei Vorbemerkungen. Die Games-Industrie ist für uns als Koalition, als Regierung wichtig. Und deswegen kann man heute jetzt auch relativ frisch verkünden, dass der Haushaltsausschuss 50 Millionen Euro freigemacht hat für eine Förderung der Games-Industrie. Und das ist, glaube ich, erstens ein gutes Zeichen. Zweitens Lob an die Kollegen in der eigenen Fraktion, die dafür gesorgt haben. Kai Wittecker ist ja heute auch hier. Das ist ein gutes Zeichen für die Games-Industrie in Deutschland. Und zweitens, auch wenn es heute relativ spät ist, 0.52 Uhr, wenn wir dieses Thema diskutieren, so hat das Thema E-Sport große Aufmerksamkeit sowohl in der Szene, in der Community. Wir sehen, dass der Präsident des E-Sports-Verbands heute auch noch einer der wenigen Gäste heute hier bei uns ist. Ich glaube, es war noch nie so, dass eine Bundestagsdebatte auf dem Sender Twitch gestreamt worden ist. Also auch hier machen wir vielleicht ein bisschen politische Bildung. Das ist ja auch dann gut so. Und wir sehen, dass es deshalb richtig war, dass wir im Koalitionsvertrag reingeschrieben haben, Frau Staatsministerin Beer, dass wir den E-Sport in Deutschland noch besser unterstützen möchten. So, und jetzt schreiben Sie hier in Ihrem Antrag, und es könnte ja fast abgeschrieben sein aus dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, Zitat, wir erkennen die wachsende Bedeutung der E-Sports-Landschaft in Deutschland an, da E-Sport wichtige Fähigkeiten schult, die nicht nur in der digitalen Welt von Bedeutung sind. Zitat Ende. Im Grunde genommen genau das, was wir machen wollen. Und wir sehen, dass E-Sports ein Megatrend in unserer Gesellschaft ist. Das sehen wir, wenn wir uns die Medien anschauen. Das sehen wir, wenn wir uns die Streams auch auf YouTube anschauen. Das sehen wir, wenn Zehntausende von jungen Menschen auch die Turniere besuchen. Gerade vor kurzem ein großes Turnier in Hamburg auch gewesen. Aber wir wollen auch in diesem Politikfeld jetzt nicht die Socken schon über die Schuhe ziehen, sondern einen Schritt nach dem anderen machen. Und deswegen haben wir von Anfang an klargestellt, dass die Anerkennung einer Sportart, Stichwort Autonomie des Sports, dann auch unter das Dach des Deutschen Olympischen Sportbunds in der Debatte fällt. Und wir haben zweitens gesagt, dass wir im Sportausschuss uns mit dem Thema beschäftigen. Wir werden eine große Anhörung Ende November zu diesem Thema machen. Und deswegen beschäftigt sich dieses Parlament mit dem Thema E-Sports. Und wir werden mit Vertretern aus dem organisierten Sport, aus der Wissenschaft, mit Athleten und Praktikern aus dem E-Sport selbst die Fragen diskutieren und dann eben auch die aneinandergereihten Forderungen des Grünen Antrags dort durchaus miteinander besprechen. So, nun zur aktuellen Debatte um den E-Sport selbst. Es wurde genannt, der Deutsche Olympische Sportbund bezweifelt in seiner Positionierung, ob die Motorik und die Bewegungsabläufe beim E-Sports mit denen bei anderen Sportarten vergleichbar sind. Er hält in seinem Papier, das wir letzte Woche gelesen haben, fest, dass eine eigenmotorische sportartbestimmte Bewegung beim E-Sport nicht vorliege. Jetzt ist es ja so, verfassungsrechtlich, Autonomie des Sports, ist es okay, wenn der organisierte Sport hier sich eine Meinung bildet, auch wenn ich selbst ehrlich gesagt anderer Meinung bin. Denn auch bei E-Sports gibt es ja dann Statistiken, 400 Klicks pro Minute, ich brauche eine gewisse Koordination, Augen, Hände, große Konzentration. Sie brauchen eine durchaus starke Rückenmuskulatur, um dies entsprechend auch machen zu können. Dort wird im Team gespielt, es geht um Teamgeist, es muss eine Strategie entwickelt werden und deswegen sage ich, wenn man sich das ganz genau anschaut, dann kann man schon sagen, E-Sport ist Sport, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und so wie der organisierte Sport darüber entscheidet, was aus seiner Sicht Sport ist, so ist es dann die Aufgabe von Politik, sich mit so einem gesellschaftlichen Massenphänomen aber auseinanderzusetzen und zu überlegen, welches sind die richtigen Rahmenbedingungen auch für so ein Massenphänomen. Und E-Sport ist ein solches Phänomen. Deswegen, ja, bedauere ich es schon. Ich glaube, der Deutsche Olympische Sportbund hat hier eine Chance verpasst, weil ich sage, wir wollen doch, dass die Kinder und Jugendlichen in Deutschland in unsere Vereine kommen. Und wenn wir sehen, dass wir sie natürlich über sportliche Angebote bekommen, aber auch über die Frage, sich eben im E-Sports zu engagieren, dann wollen wir, dass die Jugendlichen und Kinder auch in den Vereinen in Deutschland dies machen können. Und in unseren Vereinen werden ja die Werte des Sports vorgelebt. Respekt, Fairness, Gemeinschaftssinn. Und das ist dann aus meiner Sicht auch ein gesellschaftlicher Mehrwert, ein wahrer Mehrwert für unsere Gesellschaft. Und jetzt wird es gerade eben
angesprochen. Wir haben ein Problem beim Thema Gemeinnützigkeit. Das ist richtig. In Leipzig hat es geklappt. Da ist der Satzungszweck die sogenannte Jugendhilfe. Wir haben aber schon ein Problem, wenn der Satzungszweck eines Vereins Sport ist und ein solcher Verein eine E-Sports-Abteilung aufbauen möchte. Da steht ein Stück weit die Aufhebung der Gemeinnützigkeit als so eine Art Damoklesschwert und als eine Gefahr über dem Verein drüber. Und wir wollen diese Rechtsunsicherheit dann auch beseitigen. Und das ist keine theoretische Diskussion. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben aus meinem Wahlkreis. Da gibt es den TuS Sausenheim, ein Verein mit 900 Mitgliedern. Und die waren mal auf dem Kinderspielplatz, dem Abenteuerspielplatz, haben halt die Jugendlichen gefragt, würdet ihr denn zu uns kommen, wenn wir eine E-Sports-Abteilung hätten? Und sie hätten von heute auf morgen 20 bis 25 neue Kinder und Jugendliche im Verein gehabt, die sie dann wiederum natürlich an ehrenamtliche Arbeit heranführen wollen, mit denen dann eben nicht gezockt, sondern im Wettbewerb gegeneinander angetreten werden soll und in dem es natürlich auch um körperliche Betätigung geben soll. Ich möchte noch einen Punkt zum Schluss ansprechen. Natürlich ist die Frage nach den Spielinhalten eine, die umstritten ist und die es auch zu erörtern gilt, wenn wir die Anhörung machen. Da müssen die Bedenken ernst genommen werden und diskutiert werden. Klar ist aber auch, und das sage ich ganz klar, dass alle Spiele durch die USK, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, eine Altersfreigabe erhalten. Natürlich wird es auch in einem Sportverein nicht so sein, dass ein 14-Jähriger ein Spiel spielen darf, was erst ab 16 Jahren freigegeben ist. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen dem E-Sport Perspektiven öffnen. Parlamentarisch gehen wir das jetzt an. Heute mit dem Antrag der Grünen. Herzlichen Dank sozusagen als Anlass, dass wir heute starten können, zu diskutieren. Als nächster Schritt die Anhörung. Und dann lade ich alle Kolleginnen und Kollegen ein, sich hier entsprechend zu beteiligen. Und dann kriegen wir ein gutes Ergebnis hin. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Joanna Kotar, AfD.